Ist eine Wärmepumpe wirklich so klimafreundlich, wie es allen gesagt wird? Kann man damit nennenswert CO2 einsparen, dass wir dem Klimawandel etwas entgegensetzen können? Darum wollen wir uns mal in diesem Video kümmern. Denn viele haben auch gesagt, ja Mensch, wenn ich jetzt meine Gas- oder Ölheizung ausbaue und ich eine Wärmepumpe einbaue, dann habe ich zwar keine CO2-Emissionen mehr vor Ort, aber der Strom, der für die Wärmepumpe produziert werden muss, der wird in Deutschland ja auch aus Kohlekraftwerken hergestellt. Und wie sieht es da aus? Haben wir dann nicht nachher auch einen sehr hohen CO2-Ausstoß? Wir rechnen das Ganze mal nach. Bis gleich. Ja, auf dieses Videothema bin ich tatsächlich durch die Kommentare bei uns im Kanal unter einigen Videos überhaupt erst aufmerksam geworden, wo manche geschrieben haben, ja Moment mal, die Wärmepumpe produziert zwar vor Ort keine Emissionen wie bei einer Gas- oder Ölverbrennung, wo dann CO2 durch den Schornstein in die Umwelt geblasen wird, aber der Strom, den die Wärmepumpe ja benötigt, muss ja auch produziert werden. Und bei uns in Deutschland werden natürlich auch Kohlekraftwerke dafür eingesetzt, die natürlich auch sehr viele CO2-Emissionen verursachen. Und ja, da lohnt es sich mit Sicherheit mal nachzurechnen, ob wir mit einer Wärmepumpe wirklich CO2 einsparen können. Ja, und dafür sollten wir uns natürlich als erstes mal anschauen, wie hoch sind denn die CO2-Emissionen, wenn wir jetzt mit einer Gasbrennwertheizung unser normales Einfamilienhaus beheizen wollen. Und hier haben wir mal dafür eine Beispielrechnung und das schauen wir uns mal an. Bei jeder Verbrennung entsteht unter anderem CO2. So auch bei einer Heizung mit Erdgas. Je Kilowattstunde Gas entstehen 201 Gramm CO2-Emissionen. Bei einem Einfamilienhaus mit einem Jahresverbrauch von 20.000 Kilowattstunden pro Jahr sind das 4 Tonnen CO2-Emissionen. Ja, okay, so sieht das Ganze also aus. 4 Tonnen CO2 alleine für die Gebäudebeheizung im Einfamilienhaus, wenn ich mit einer Gasbrennwertheizung heize. Alles klar, wollen wir dieses System jetzt mal durch eine Wärmepumpe ersetzen und wir lassen jetzt mal außen vor, dass man bei einer energetischen Sanierung der Heizungsanlage auch die benötigte Wärmemenge reduziert. Das heißt, wir brauchen nachher nicht mehr 20.000 Kilowattstunden, sondern möglicherweise weniger. Das muss man auch mal bedenken. Aber wir gehen einfach für unsere Berechnung mal davon aus, dass wir auch mit der Wärmepumpe 20.000 Kilowattstunden Wärmeenergie zum Gebäude hinzufügen müssen. Dann können wir das direkt miteinander vergleichen. Also schauen wir uns mal an, wie die Rechnung aussieht, wenn wir jetzt diese Wärmemenge mit einer Wärmepumpe produzieren. Wie viel CO2 entsteht dabei? Schaut mal rein. Direkt vor Ort entstehen keine CO2-Emissionen beim Betrieb einer Wärmepumpe. Die Antriebsenergie für den Verdichter in einer Wärmepumpe ist allerdings elektrischer Strom, der aus unserem Stromnetz geliefert wird. Bei diesem Strom handelt es sich um einen Energiemix aus verschiedenen Energieträgern. Im deutschen Strommix entstehen CO2-Emissionen von 485 Gramm pro Kilowattstunde. Auf diese Weise entstehen beim Betrieb der Wärmepumpe bei einer Jahresarbeitszahl von 3,5 und einem Wärmebedarf von 20.000 Kilowattstunden pro Jahr also 2,77 Tonnen CO2-Emissionen. Okay, das war also jetzt der direkte Vergleich. 4 Tonnen bei einer Gasheizung und 2,76 Tonnen CO2 pro Jahr bei der Wärmepumpe. Und das ja bei einer Jahresarbeitszahl von 3,5, was ja so der Durchschnitt ist bei einer Luftwärmepumpe. Haben wir noch bessere Jahresarbeitszahlen, wird dieser Wert natürlich noch deutlich besser. Und eine weitere positive Sache gibt es noch. Denn unser Strommix in Deutschland wird ja über die Zeit immer grüner. Der Ausbau der regenerativen Energien hat ja jetzt erst richtig Fahrt aufgenommen. Also Photovoltaik, Windkraftanlagen und so weiter werden jetzt massiv nach vorne gebracht, sodass unser Strom im deutschen Netz immer grüner wird. Und somit wird eine Wärmepumpe von ganz alleine immer klimaschonender und weniger CO2-Emissionen verursacht eine Wärmepumpe auf die Dauer. Und es gibt noch einen zweiten Punkt. Denn der Strom, den ihr für eure Wärmepumpe braucht, könnt ihr ja sogar selber bei euch vor Ort produzieren. Und zwar mit einer eigenen Photovoltaikanlage auf dem Dach. Auch das ist eine sehr gute Variante. Und dafür schaut euch doch gerne mal dieses Video hier vorne an. Da haben wir so eine Anlage mal begleitet, wie die Kombination Photovoltaikanlage und Wärmepumpe funktionieren kann. Bis dann. Ciao.